Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute stelle ich euch meinen Lesemonat Juni vor und wollte noch mal kurz darauf hinweisen, dass ich heute jetzt ist Anfang Juli und ich bin gerade mitten dabei, ganz viel zu vloggen, denn ich habe ein Wochenende alleine hinter mir, beziehungsweise bin mittendrin und mache dort einen Readathon. Das heißt, ich habe mir die ehrgeizige Zielsetzung gesetzt, dass ich an einem Wochenende, also Freitag, Samstag, Sonntag, insgesamt 21 Stunden, also einen Halbmarathon sozusagen, lesen möchte. Ich habe die Regel noch ein kleines bisschen gelockert, indem ich gesagt habe, alles, was ich für den Podcast beispielsweise mache, darf gerne damit reinfallen. Aber trotzdem bin ich, ich bin guter Dinge, dass ich das auch schaffe. Ich habe den Freitag und den Samstag jetzt schon hinter mich gebracht und habe dort 12,5 Stunden gelesen, Hörbuch gehört und so weiter. Und jetzt ist quasi noch der Sonntag und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn diese Episode live ist, dass dann vielleicht der Blog oder der Vlog sogar auch schon live ist, und zwar auf meinem YouTube-Kanal. Gebt dort einfach bei YouTube Podcast Bücherreich ein, dann solltet ihr mich finden. Dort spiele ich normalerweise eigentlich nur die Podcast-Folgen auch nochmal drauf und sonst nichts, sage ich jetzt mal. Also da ist dann auch ein Standbild und man sieht mich halt nicht. Aber ja, dieses Mal habe ich mir gedacht, Mensch, vlogge ich doch mal und zeige Gesicht. Und ja, ich bin gespannt, wie ihr es findet, was ihr davon haltet. Ich selber habe das mal mitbekommen bei einer anderen Vloggerin, die das vor Jahren mal irgendwie gemacht hat, auch so ein Wochenende, und hat sich halt begleitet und hat dann eben gezeigt, was für Bücher sie gelesen hat in der Zeit und so. Ich habe jetzt auch noch viel mit, was ich sonst noch so gemacht habe, wo ich dann vielleicht Hörbuch beigehört habe und so. Aber viele Zeitraffer und irgendwie hat es total Spaß gemacht. Und deswegen, falls euch das interessiert, schaut gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Aber jetzt starten wir mal mit dem Lesemonat Juni. Der war sehr gut. Der hat insgesamt 6 Bücher, habe ich, glaube ich, gelesen und gehört, was ja nicht gerade wenig ist. Also ich bin jetzt tatsächlich ins erste halbe Jahr, habe ich abgeschlossen mit 31 Büchern und 60 ist ja so der heilige Gral für mein Jahreslesevolumen. Dementsprechend bin ich voll on track und mit dem Wochenende jetzt noch, wo ich wahrscheinlich 2 Bücher durchlese in Rekordzeit, bin ich sehr, sehr zufrieden. Starten wir mal mit dem ersten Hörbuch, was ich gehört habe diesen Monat. Das war Perfect von Cecilia Ahern. Das ist ja der zweite und abschließende Band von der Reihe, die ich mit Anna von Annas Bücherstapel gemeinsam in einer Leserunde gelesen habe. Wir mussten zwischendurch mal stoppen. Also ich hatte damit irgendwann direkt im Grunde nach dem ersten Buch, nachdem ich das gelesen hatte, hatte ich halt mit dem zweiten angefangen. Sie hat aber aus privaten Gründen nicht direkt weiter loslegen können und dann musste ich erstmal ein bisschen warten. Das heißt, ich habe dann jetzt eben im Juni das Ganze beendet. Das Hörbuch hat eine Laufzeit von 11 Stunden, kommt vom Argon Verlag und ist wieder gelesen von Merete Brettschneider. Die hat eine schöne helle Stimme, das passt irgendwie so zu dem jugendlichen Setup. Das passt da eigentlich ganz gut, aber ich fand es ehrlich gesagt schon von Anfang an viel schwächer als den ersten Teil. Und da der schwächelte ja schon so ein bisschen, also es war leider alles nicht so toll, wie ich es mir erhofft hatte. Leider, leider. Also es hat einfach vieles nicht zueinander gepasst. Es war unplausibel an vielen Stellen. Oder es wurde auch teilweise so wahnsinnig schnell erklärt, dass ich überhaupt nicht mitkam. Und das war alles irgendwie zugunsten von Action und Handlung und das, was passiert. Und die Protagonistin, also komisch, einfach nur komisch. Die kam überhaupt nicht richtig aus dem Knick, die war total passiv. Überhaupt nicht irgendwie rebellisch, wie man das so für eine Dystopie oder eine Jugendbuchreihe irgendwie sich denken kann. Und das, obwohl sie eigentlich gesehen hat, dass das aktuelle System nicht das Beste war. Sie war halt trotzdem noch so, ja, aber vielleicht können wir wieder zurück dahin und vielleicht können wir, also so richtig, also ich wurde nicht schlau aus ihr, ehrlich gesagt. Und ich habe mir so häufig gewünscht, dass sie endlich mal aus dem Knick kommt. Was soll denn das bitte für eine Botschaft an Jugendliche sein? Also sie war so richtig naiv irgendwie an einigen Stellen. Wurde aber von außen irgendwie gar nicht so wahrgenommen. Also von außen war sie dann immer die ganz Tolle, die das total super gemacht hat und keine Ahnung was. Das fand ich irgendwie komisch. Was mich auch genervt hat, war die Dreiecksbeziehung. Also beziehungsweise sie hat halt bestimmte Jungs irgendwie angehimmelt, aber es war mal wieder nichts dahinter. Also warum überhaupt? Also die Charaktere fielen manchmal ein bisschen flach aus, nur schön aussehen. Da weiß nicht, das nehme ich irgendwie den Leuten nicht ab, dass es nur, wenn es schön aussieht, ein Mensch, dass man dann sich sofort in denjenigen verknallt. Und so von dem, was derjenige dann auch gesagt hat, da war nichts dahinter. Das war kein Charakter in dem Sinne. Also der hatte nichts. So.
Und das, aber im Grunde, das waren eigentlich beide von denen, die sie angehimmelt hat. Also insofern, das war mir irgendwie sehr stark an den Haaren herbeigezogen. Und ja, es war unterhaltsam geschrieben, es ließ sich wirklich gut weg, aber Handlung und Charakter haben mich beides wenig überzeugt. Vieles war auch vorhersehbar, leider Gottes. Also ich kann euch da eigentlich nur eine Leseempfehlung geben, wenn ihr entweder den ersten Teil richtig, richtig gut fand und unbedingt wissen wollt, wie es weitergeht, oder halt irgendwie von Cecilia Ahern der Riesenfan seid, aber ganz ehrlich, mich hat die Reihe eher enttäuscht und es gibt von mir nur 2 Sterne dafür. Action um jeden Preis ist scheinbar das Stichwort für diesen Lesemonat. Als nächstes habe ich Die Glocke von Whitechapel von Ben Aronovich gelesen. Das war ein Rezensionsbuch von DTV mit 401 Seite. Es ist der neueste Band, also dazwischen gab es ja noch so ein paar Zwischenbände, also im Grunde der 7,5. Band, würde ich mal sagen, der Peter Grant-Reihe, und es war wieder super schnell her vom Timing. Es passierte super viel, so zack, 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 hintereinander weg. Und ja, man wünscht eigentlich gerade dem Peter an mehreren Stellen echt mal eine Atempause einfach, weil es passierte so viel gerade in den ersten Seiten, dass man echt gedacht hat, boah, was, was? Also im Grunde schreibt er ja immer sehr stark wie in so einem Film. Und ja, ich fand diesen Band ein kleines bisschen anstrengend, aus 2 Gründen. Also zum einen waren es wieder, kommt ja alles oder bildet sich aufeinander auf, aber es gibt einfach so viele Charaktere mittlerweile. Also die Entourage wird immer größer und ganz ehrlich, einige kannte ich, glaube ich, gar nicht. Also die wurden so behandelt, als wären sie schon immer dabei gewesen. Zum Beispiel irgend so ein Inspektor Carey. Oh, also sagen wir es mal so, zumindest konnte ich mich nicht mehr an den erinnern und es war echt ein bisschen irritierend. Ich dachte auch die ganze Zeit so, vielleicht ist das so ähnlich wie bei Buffy, wo dann auf einmal eine Schwester nach so und so vielen Staffeln auftaucht und so getan wird, als ne, gäbe es die schon immer und dann kommt hinterher raus, nein, nein, die Erinnerungen wurden geändert. Also ich habe echt wildeste Theorien irgendwie gesponnen um diesen Charakter rum. Der muss irgendwann mal eingeführt sein. Ich habe das null mitbekommen. Keine Ahnung. Es waren mir einfach zu viele Leute irgendwie und es sollte auch jeder mal berücksichtigt werden, hatte ich so das Gefühl. Also alle kamen irgendwie mal vor und ja, es war ein bisschen übervölkert, sage ich jetzt mal. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass man in diesem Kampf mit dem gesichtslosen Magier, das ist ja irgendwie schon seit Bänden und Bänden und Bänden und irgendwie geht es nicht wirklich voran. Also es wird auf Dauer einfach ein bisschen langweilig so. Also es ist ja eigentlich so ein handlungsgebender Konflikt, aber also im Grunde ist es immer pari. Mal gewinnt der eine, mal gewinnt der andere irgendwie und spektakuläre Kämpfe, klar, aber ja, ich weiß nicht. Also zum Schluss von diesem Band passiert dahingehend einiges, aber zuvor ist es eigentlich so ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel und du hast eigentlich schon keinen Bock mehr drauf. Das Ende war relativ offen. Also insgesamt, ich habe mich schon gut unterhalten gefühlt. Es ist, wie gesagt, sehr viel passiert, was natürlich auch begünstigt, dass man es relativ schnell durchliest, weil man einfach wissen möchte, was jetzt als nächstes kommt. Aber insgesamt fand ich den Band tatsächlich relativ anstrengend für mich und deswegen gibt es nur mittelmäßige 3 Sterne. Als nächstes habe ich ein Hörbuch gehört, was schon ein bisschen länger bei mir auf dem Stapel ungelesener Bücher lag, und zwar Die Unsterblichen von Chloe Benjamin. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag gewesen. Ein gekürztes Hörbuch mit 11,5 Stunden, gelesen von Wolfram Koch. Den Sprecher fand ich nicht passend, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist zwar an und für sich, hat er keine schlechte Stimme und er hat es auch nicht schlecht gemacht, aber er hat halt eine alte Herrenstimme, ziemlich dröge und monoton fand ich irgendwie. Und das passte halt nicht wirklich zu den Geschehnissen im Buch. Die waren für mich eher mitreißend und auch, ja, 50-50 weiblich-männlich. Also ich hätte mir einen anderen Sprecher gewünscht, sagen wir es mal so. Ich fand, das passte nicht wirklich zur Handlung, sage ich jetzt mal. Und ja, ich fand es nicht passend. Worum geht es überhaupt? Es geht um 4 Geschwister, die sich ihre Zukunft bzw. ihr Todesdatum vorhersagen lassen. Das ist irgendwie 1969 und man verfolgt dann diese 4 Geschwister in ihrem Leben, also wirklich abschnittsweise. Das heißt, dieser Abschnitt mit, dass ihnen das Todesdatum vorhergesagt wird, das ist quasi aus aller Perspektive und dann wird sich dann nach und nach von jung nach alt sozusagen konzentriert auf die unterschiedlichen Geschwister. Und dieses Todesdatum, was vorhergesagt wird, trifft auch für jeden so ein. Ja, wie gesagt, in 4 Teilen verfolgen wir dann halt jeweils ein Geschwisterkind sozusagen bis zu dem jeweiligen Tod, also so ein bisschen gestaffelt. Das jüngste Kind Simon geht halt nach San Francisco in den sehr liberalen 80er Jahren. Clara lebt ihre Leidenschaft für Magie aus und Daniel, das ist eher so ein ja, beständiger und harmonischer Familientyp. Und Varia
lebt ziemlich in Angst oder aus Angst und ziemlich auf Nummer sicher und sie lebt eigentlich gar nicht richtig dadurch, dass sie halt so sehr auf Nummer sicher geht. Ja, und es stellt sich natürlich die Frage, ob der Tod eintrifft, weil die Vorhersagerin ihn prophezeit hat oder trotzdem. Also verhält man sich irgendwie anders, lebt man sein Leben anders, wenn man weiß, wann es vorbei sein wird? Und alleine wegen dieses Gedankenspiels fand ich das Buch einfach super spannend, weil würde ich es wissen wollen? Würde ich wissen wollen, wann ich sterbe oder auch wie ich sterbe oder diese ganzen Sachen? Will man das? Will man das lieber nicht? Und was würde es mit einem machen, wenn man es doch wüsste? Also wirklich als Kind das gesagt zu bekommen, finde ich von der Wahrsagerin übrigens auch ein bisschen fahrlässig, sage ich jetzt mal. Aber was macht das mit einem oder was kann das mit einem machen? Begünstigt man dann durch seine Handlungsweise noch mal mehr den Ausgang? Oder ist das genau andersrum? Also ich finde es einfach ein spannendes Gedankenspiel und ich glaube, da kann man viel noch drüber reden. Was ich auch sehr spannend fand, war in so vier sehr unterschiedliche Lebensentwürfe oder Leben einfach Einblick zu erhalten. Und was ich auch sehr gut gemacht fand, war, dass die Autorin sehr viele historische Ereignisse einfließen lassen hat, aber eher so ein bisschen am Rande. Also sicherlich waren die auch rechercheintensiv, aber sie hat das nicht so raushängen lassen. Also es floss ganz organisch irgendwie mit rein, von Nixon über das Attentat auf Milk, also ganz viele verschiedene Sachen. Und ja, das hat einfach einen guten Kontext gegeben. Und man hat vielleicht sogar was dazugelernt sozusagen. Das fand ich sehr, sehr gut gemacht und würde dem Ganzen 4 Sterne geben. Und ja, habe euch hier nochmal einen kleinen Snippet für euch, einen kleinen Ausschnitt, wie sich das anhört. Was möchtest du? Hat Luke sie gefragt. Und wenn Vaya ihm ehrlich geantwortet hätte, dann hätte sie gesagt: Ich möchte noch einmal von vorne anfangen. Sie würde der 13-jährigen Vaya raten, nicht zu der Frau in der Hester Street zu gehen. Der 25-jährigen Vaya würde sie sagen: Fahr zu Simon, verzeih ihm. Sie würde ihr sagen, sie solle sich um Clara kümmern, sich bei G-Date anmelden und sich das Neugeborene nicht von der Krankenschwester aus den Armen nehmen lassen. Sie würde der jungen Vaya sagen, dass sie irgendwann sterben würde, dass sie alle irgendwann sterben würden. Sie würde ihr sagen, sie solle sich genau merken, wie Claras Haare dufteten, wie Daniels Arme sich anfühlten, wenn er sie herzte, wie klein Simons Daumen waren. Gott, die Hände ihrer Geschwister. Claras flinke Finger, Daniels schlanke, unruhige Hände. Sie würde sich sagen, dass sie nicht ewig leben wollte, sondern angstfrei. Und wenn ich mich ändere, hat sie die Wahrsagerin vor all den Jahren gefragt, überzeugt, dass Wissen sie vor Pech und Unglück bewahren würde. Die meisten Menschen ändern sich nicht, hat die Frau geantwortet. Dann habe ich ein Buch gelesen, was relativ neu auf dem Sub gelandet war, und zwar Fische, die auf Bäume klettern von Sebastian Fitzek. Ist im Argon Verlag erschienen und bei Audible ungekürzt zu erhalten. Das ist dann vom Autor selber gelesen und dauert 7 Stunden. Und ich weiß noch, dass also im April quasi haben Ramona und ich den Tag unpopuläre Meinungen beantwortet. Und da hat sie mir von diesem Buch erzählt. Und das habe ich mir dann recht spontan auf Audible gekauft, ohne mir jetzt groß irgendwie den Klappentext oder so durchzulesen. Ich weiß nur noch, dass das eine Empfehlung sozusagen von ihr war oder sie davon gehört hatte. Und das klang irgendwie ganz cool. Ja, dann hat mich dadurch aber auch der Inhalt ein bisschen überrascht, weil ich mich damit nicht mehr viel befasst hatte sozusagen. Worum ging es nochmal gleich? Ja, und der Titel passt ja eigentlich auch nicht so wahnsinnig gut zum Inhalt. Ja, im Grunde schreibt Fitzek hier so eine Art, ja, wie so ein geistiges Testament nieder, also das sich größtenteils an seine 3 Kinder richtet, weil er eben gemerkt hat, oh Mist, ne, ich bin, was weiß ich, Mitte 40, Anfang 40 und ich bin irgendwie Krimi-Autor, da geht es immer um Sterben und so, aber ich selber habe ja noch gar nicht irgendwie was festgelegt oder habe noch kein Testament. Und als er dann eben das normale Testament halt gemacht hat, hat er gedacht, Mensch, ja, aber eigentlich, also allein das Finanzielle, ja, ist ja ganz nett, aber ich möchte eigentlich auch, dass meine Kinder irgendwie so, ja, wie so eine Art geistiges Testament noch von mir haben. Und daraus ist dann jetzt eben dieses Buch entstanden. Er gibt gute Ratschläge, also erzählt davon, was er in seinem Leben bislang so gelernt hat, teilweise auch auf echt harte Tour, was ich sehr spannend fand, von Rückschlägen, von Lernkurven, Geld, Glück, Beruf, Träumen und so, und gibt das halt seinen Kindern weiter. Es war gut gemacht, gar keine Frage, aber für mich persönlich war es jetzt nichts bahnbrechend Neues. Also ich habe das Gefühl, selbst also dadurch, dass ich ja auch einiges an Lebenserfahrung habe, die steht dem jetzt irgendwie in relativ wenig nach, ehrlich gesagt. Also ich konnte für mich selber jetzt nicht viel
daraus ziehen oder so lernen oder sowas, ne? Also ja, hätte er auch einfach mit seinen Kindern teilen können. Gut, wenn er das jetzt mehr als privat haben möchte, ist das für mich völlig in Ordnung. Und ich denke, gerade auch für so ja, Fitzek-Fans, also richtig Hardcore-Fans vielleicht, oder auch für jüngere Hörer mit weniger Lebenserfahrung, da kann ich mir gut vorstellen, dass dann noch irgendwie ja, noch mehr daraus gezogen werden kann und dass es dann wirklich ein tolles Hörerlebnis ist. Er spricht das auch wirklich sehr, sehr gut, das muss man auch sagen. Also ich habe mich jetzt nicht gelangweilt oder so, aber es war jetzt für mich, ja, solide, 3 Sterne. Als nächstes habe ich Lou, wir sind Familie von Jason Reynolds gelesen. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag mit 240 Seiten und ist auch wirklich ganz frisch erschienen. Ich glaube im Mai oder Anfang Juni sogar erst. Ja, und das ist leider der letzte Band der Reihe um die jugendlichen Läufer. Ich habe ja schon einige davor vorgestellt. Ich kann die gesamte Reihe wirklich sehr empfehlen, besonders für Kinder um die 10 Jahre ungefähr. Dieses Mal geht es um Lou, den Albino und seine Familie. Seine Eltern eröffnen ihm zu Beginn der Woche, also das dauert ja immer so ungefähr eine Woche vom Handlungsrahmen her pro Buch, ja, dass er ein großer Bruder wird, und das haut ihn ganz schön aus den Socken, denn seine Eltern hatten ihm eigentlich immer gesagt, dass sie wirklich große Schwierigkeiten hatten, überhaupt ihn zu empfangen, und ja, jetzt kommt noch ein zweites Kind dazu. Da ist er natürlich erstmal baff, aber er freut sich auch und er ist aber auch ängstlich, und das war eigentlich nochmal auch ein schönes Thema so für ein Kinderbuch schlussendlich. Ja, ich hatte zwischendurch das Gefühl, verdammt, hätte ich sie mal alle in einem Rutsch gelesen, weil ich mich teilweise an so Details aus den Vorgängerbänden gar nicht mehr richtig erinnern konnte. Schau auf mein Haupt. Aber die wären halt ganz gut gewesen, wenn ich das noch irgendwie gewusst hätte. Naja, also weil einfach so viel verbunden ist miteinander und das bemerkt man vielleicht sogar gar nicht. Also Personen, die sich kennen oder deren Schicksale sich irgendwie überkreuzen, das wird dann teilweise in den Vorgängerbüchern schon angedeutet oder irgendwie hat am Rande eine Rolle gespielt, und in einem der Nachfolgebände kommt das dann wieder hoch oder rückt in den Fokus. In diesem Fall ist es beispielsweise so, dass Lus Mutter schnitzt so Kunstwerke aus Obst und liefert die dann aus. Und ich glaube, von den Kunstwerken hat man vorher schon mal gehört, aber nicht, wer dahinter steckt. Also solche Dinge einfach, dass man denkt so, oh, warte, Moment. Ja, irgendwas war doch da mit diesen, also es kommt erst in dem Vorband irgendwie nur so am Rande daher, und auf einmal ist das dann jemand, der jetzt im Fokus steht. Ja, da habe ich dann teilweise gedacht so, voll vergessen, ja, stimmt. Ja, aber kann ja nochmal werden, wenn ich das nochmal, vielleicht nachträglich nochmal in einem Rutsch durchlese eines Tages und rereade, dann macht das auf jeden Fall noch mehr Spaß. Das Buch selber hat mir sehr gut gefallen, der Konflikt war dieses Mal ja nicht ganz so groß, also es ging ein bisschen harmonischer zur Sache als in den Vorbänden, wo ja wirklich echt starke Probleme auch besprochen wurden. Trotzdem gab es, also mir gefällt einfach sehr gut, dass die Charaktere sehr ambivalent sind. Also zum Beispiel, also dieses Mal war es einfach so, dass eine intakte Familie gezeigt wird, aber zum Beispiel, dass eben eine Drogen- oder Dealer-Vergangenheit des Vaters eben da war und was das eigentlich für Konsequenzen auf andere Menschen aus dem Viertel halt hat. Und mir gefällt einfach, dass so verschiedene Szenarien und Dimensionen aufgemacht werden, insbesondere für dunkelhäutige Leser, weil in den Vorbüchern ja auch, also jedes Kind ist so unterschiedlich und hat so unterschiedliche Strukturen und Ängste, Wünsche und so weiter. Also da wird jedes Mal irgendwie ein anderes Szenario gezeigt, und das finde ich echt schön. Da findet man sich, glaube ich, dann in dem einen oder anderen dann eben wieder. Und ja, ich würde dem Ganzen 4 Sterne geben, kann die Reihe wirklich insgesamt sehr empfehlen. Zum Abschluss des Monats habe ich Flavia De Luce gelesen, und zwar Nummer 9, Der Tod sitzt mit im Boot von Ellen Bradley. Ist aus dem Penhaligon Verlag und hat 352 Seiten. Ich hatte das neulich in einer Sonderepisode vorgestellt für so Sommerurlaubsbücher und dann direkt selber drauf Lust bekommen. Habe es auch innerhalb von 2 Tagen weggelesen, also es ging wirklich sehr schnell und war wieder spannend. Es ist eine Art ja, Reisefall, also Flavia ist auf einem Bootsausflug und ja, lässt so die Hand ins Wasser baumeln und auf einmal hängt eine Leiche dran. Ja, der Tote war ein Exzentriker und er war in den letzten Jahren nicht der einzige Mordfall in dem kleinen Dorf Wolsthorpe. Flavia ermittelt dann natürlich, ne, dieses Mal mit tatkräftiger Unterstützung von Dogger, Daffy und etlichen Dorfbewohnern. Also das war echt schön zu sehen, wie die alle zusammengearbeitet haben. Das wird dann auch später noch eine Rolle spielen. Die Rahmenhandlung hatte ich voll verdrängt. Also es ist tatsächlich einer der Buckshaw-Bewohner gestorben, und wie gesagt, ich hatte es komplett verdrängt, werde mich damit dann wohl wieder ab Fall 10 auseinandersetzen müssen, weil sie dann ja wieder zurück auf Buckshaw sind. Ja, also ist natürlich nicht so schön, und ich bin mal gespannt, wie es dann, also die Rahmenhandlung, ich muss wirklich sagen, die Fälle selber sind immer toll.
bei der Rahmenhandlung selber bin ich immer so ein bisschen unschlüssig, wie ich die finden soll, ehrlich gesagt. Also wie sich das so insgesamt quasi weiterentwickelt und ja, von so Spionagegeschichten, einer vermissten Mutter und so weiter und so fort. Also es ist alles, weiß ich noch nicht. Aber ja, ab Band 10 werde ich mir das dann wieder angucken. Der steht auch schon hier im Regal. Der heißt Todeskuss und Zuckerguss und geht dann, glaube ich, um die Hochzeit von Fili. Und ja, insgesamt mag ich die Reihe einfach sehr gern. Das hier war jetzt ein schöner Sommermordfall quasi zum Miträtseln. Und ich bin auch echt nur so durch die Seiten geflogen. Würde dem Ganzen 5 Sterne geben. Dann erzähle ich euch noch was zur aktuellen Subhöhe. Und zwar habe ich weiterhin 82 Bücher auf dem Sub. Es ist im Grunde, 3 habe ich gelesen, 3 sind dazugekommen. Und zwar das Rezensionsexemplar Throne of Glass, Herrscherin über Zorn und Asche. Das Band 10 von der Reihe eben, ach nee, gar nicht, der letzte Band von der Reihe auf jeden Fall. Und es ist so ein Oschi, 1100 Seiten, das Ding ist richtig dick. Ja, schüchtert mich schon wieder ein. Aber im Grunde, das ist jetzt der letzte Band und da wird sehr viel gekämpft werden, das wird sehr spannend werden. Also ja, ich muss mich nur dazu durchringen, das zu lesen. Dann kam dazu eben dieser eben gerade erwähnte Band 10 von der Flavia de Luz-Reihe, Todeskuss und Zuckerguss, das ist auch ein Rezensionsexemplar. Und eben Lou, was ich dann direkt abgebaut habe. Also es war dann linke Tasche, rechte Tasche sozusagen. Das Schöne ist, die nächste Rezensionswelle startet erst wieder im August. Das heißt, zwischendurch habe ich jetzt die Gelegenheit, dann doch noch ein bisschen wieder mal endlich mal abzubauen. Weil ich immer bei der gleichen Anzahl hier rumkrebse, verdammte Scheiße. So, und dann habe ich bei Hörbüchern 145, dort ist ganz bisschen was passiert. Und zwar habe ich 3 Stück gehört und 2 sind hinzugekommen. Und das liegt nur an einer Gratis-Hörbücher-Aktion aus einer Summer Reading for Kids-Aktion. Die habe ich irgendwie über Watch It or Read Next Podcast habe ich davon erfahren. Da habe ich den Newsletter abonniert und da schrieb sie dann irgendwie, dass das echt gute Bücher wären. Und ich habe jetzt mir quasi 2 runtergeladen von Autorinnen, die ich halt kenne oder wo ich schon was von gelesen habe, weil mich das einfach interessiert. Und wenn es jetzt, also ich habe mir auch gar nicht großartig irgendwelche Klappentexte oder so bisher durchgelesen, sondern halt die beiden einfach runtergeladen. Und wenn es jetzt wirklich gar nicht gut ist oder mich wirklich nicht interessiert, dann lasse ich es halt auch. Und zwar ist das einmal Gulp von Mary Roach, also ist ja alles auf Englisch, und Astray von Emma Donoghue. Mary Roach hat irgendwas geschrieben, was eher so in die Richtung Pathologie geht, also über den Tod von Menschen, so ein Sachbuch irgendwie so, oder so halb Sachbuch, halb Memoir, sage ich jetzt mal. Das hätte ich sowieso mal allgemein spannend gefunden. Jetzt bin ich mal, das soll jetzt, wie gesagt, eher so für Kinder sein oder für Jugendliche wahrscheinlich. Mal gucken, was es ist, wie sie schreibt und so weiter. Ist auch, glaube ich, ein relativ kurzes Hörbuch. Und Astray von Emma Donoghue, die hatte den, nee, der heißt es, glaube ich, nicht. Einfach nur Raum heißt es, glaube ich. Das ist dieses, wo man relativ schnell mitkriegt, dass eben der Junge, der die Geschichte erzählt, ein Kind ist, was in Gefangenschaft gezeugt und geboren wurde, wo eben die Mutter ja im Grunde eine Gefangene ist, missbraucht wird und halt in so einem Raum eben wohnen muss und dort halt eingesperrt ist und keiner kriegt es mit. Das war damals sehr gut, fand ich. Und ja, deswegen bin ich gespannt, was sie sonst noch so schreibt. Ich bin auch der Meinung, dass Ende Juli, glaube ich, kommt noch ein Buch, was mich interessiert. Und zwar von, jetzt weiß ich es nicht mehr genau, entweder von Lee Bardugo oder von irgendeiner Fantasy-Autorin auf jeden Fall, die mich grundsätzlich interessiert. Weil habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Aber auf jeden Fall, das werde ich dann auch nochmal berichten. Das werde ich sicherlich auch noch runterladen. Und somit habe ich quasi 6 Bücher gelesen, aber nur 1 de facto vom Hörbuch und Büchersub abgebaut. Aber ja, ich denke, der nächste Monat wird besser ausfallen und insgesamt bin ich auch schon sehr zufrieden mit dem, was ich erreicht habe bislang dieses Jahr. Danke fürs Zuhören, ich verabschiede mich für heute und wir hören uns beim nächsten Lesemonat oder auch bei einer Sonderepisode. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.